Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lenz TV und es ist endlich soweit. Unser SK Sturm trifft am kommenden Samstag auf den SK Rapid Wien in Graz-Liebenau. 16.000 Leute, ausverkauftes Haus, ein Hexenkessel wird es sein. Ja, und ich bin, habe ich schon mehrfach erwähnt, schon richtig geil auf das Spiel. Und ja, was ist zu erwarten? Auf jeden Fall eine richtig, richtig bombige Stimmung, eine geile Stimmung und natürlich hoffentlich 3 Punkte. Denn das ist jetzt wirklich in diesem Spiel das Um und Auf. Ohne Wenn und Aber, wir haben Rapid ewig nicht mehr geschlagen. Und es ist einfach an der Zeit, dass wieder die 3 Punkte in Graz bleiben. Und dazu gibt es eben personelle Neuigkeiten. Zum einen haben wir einen Neuzugang zu begrüßen, nämlich Philipp Zulechner. Der ist ablösefrei zu uns jetzt gewechselt, war ja zuletzt bei Young Boys Bern geparkt, zuvor auch bei der Wiener Austria. Und jetzt ist er ein Schwarz-Weißer, den hätte ich damals schon zu Grödig-Zeiten sehr, sehr gerne bei unserem Blackies gesehen. Jetzt ein bisschen später ist es also realisiert worden, dank Günter Kreisel und Co. Und ja, ich bin sehr, sehr erfreut über diesen Transfer, denn ich hätte vor der Saison eben doch auch gerne noch einen Stürmer mehr gehabt. Jetzt haben wir eben auch etwas breiter aufgestellt, die Offensive, und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Maßnahme, denn wie der Teufel so will, natürlich hat sich dann gerade auch Bright Edomonji verletzt in einem Testspiel gegen Horn. Also da gab es ja einen Muskelfaserriss, das heißt, er fällt zu 99,9% aus für das Spiel gegen die Hütteldorfer. Und ja, da ein Philipp Zulechner, auch wenn er vielleicht nur ein paar Minuten Einsatzzeit bekäme, das kommt darauf an, wie hoch sein Fitnessstand ist oder wie weit sein Fitnessstand ist. Ist dann auf jeden Fall eine Bereicherung. Auf jeden Fall spielerisch bringt er definitiv mehr als ein beispielsweise Roman Kienast. Das wird eben die große Frage sein, inwieweit wir uns da natürlich offensiv dann ein bisschen variieren können. Beginnen wird, denke ich, ansonsten ja die obligatorische Startelf. Das heißt, Grazer wird im Tor sein. Spendelhofer neben Schulz in der Innenverteidigung. Rechts Koch, links Lykogianis. Die Doppelsechs mit Dzeko und Martic auf der 10. Vermutlich könnte es da eine Änderung geben, denn normalerweise Dani Alla ja eher auf der 10. Ich könnte mir denken, dass man Alla vielleicht als Solospitze nach vorne schiebt und auf die 10 eventuell Sascha Horvath setzt. Dass es natürlich ja ein paar Variationsmöglichkeiten dahingehend gibt, das ist auf der Hand. Vielleicht darf auch ein Marc-André Schmerbeck mal wieder ran auf dem linken Flügel, rechts Husbeck. Da kann man eben variieren, wie man will. Da bin ich gespannt, was sich Franco Foda hier einfallen lässt. Auf jeden Fall ja, wird es eine spannende Geschichte werden. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das 3 Punkte auf jeden Fall sind. Also ich kann es nicht oft genug betonen. 8 Spiele plus ein Pokalspiel, wo wir nicht mehr gewonnen haben gegen Rapid. Also das kann es eigentlich gar nicht sein. Und ja, allein schon die Ehre der Steiermark muss hier verteidigt werden, ohne Wenn und Aber. Also ich gebe mich nicht mit einem Unentschieden zufrieden. Und wenn wir 3-0 hinten sind zur Pause und es geht 3-3 aus, sage ich trotzdem, nein, das ist nicht zufriedenstellend. Wir brauchen die 3 Zähler. Ich werde mich noch 100.000 Mal wiederholen in diesem Spiel, aber es ist mir echt egal, weil... Ja, es ist Rapid, okay? Es ist ganz ehrlich, nach dem GAK, den es ja in dieser Form wettbewerbsübergreifend nicht mehr gibt, ja, muss einfach jetzt eben Rapid quasi als der Erzfeind herhalten. Und ja, es ist eben dieses ewige Städteduell sowieso, Graz gegen Wien. Man weiß ja, sie schauen so ein bisschen auf uns lächelnd herab. Und ja, wir haben natürlich als Grazer oder Steirer diesen inneren, sage ich mal, so Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Konkurrenten aus Wien. Und deswegen hoffe ich da einfach, ja, dass wir ihnen ein bisschen das Maul stopfen können. Ja, und eben diese 3 Punkte einfach in Liebenau behalten. 16.000 ist übrigens ganz nebenbei neuer Zuschauerrekord. Man hat ja da mit den Sitzmöglichkeiten ein bisschen etwas verändert. Dadurch eben, ja, passen jetzt mehr Leute rein, und 16.000 ist natürlich wirklich eine Hammermarke, also gerade für Graz bzw. für Sturm, denn es ist schon sehr, sehr lange her, dass wir natürlich eben auch das Stadion voll bekommen haben. Völlig zu Recht, man muss sich nur die sportliche Entwicklung der letzten Jahre anschauen, aber im Moment läuft es. Man hat eine Mannschaft, wie ich finde, die sehr, sehr sympathisch auftritt. Keine dummen Statements, ja, kein großkotziges Gehabe und auch kein unnötiges Understatement. Also ich bin auch kein Fan davon, wenn man wirklich immer den Gegner nur groß redet und sich selber so klein macht. Denn da sind wir nicht. Wir sind Sturm Graz. Wir sind eine der größten Mannschaften in Österreich. Das ist Fakt. Wir sind die einzige Mannschaft bis zum heutigen Tage, bitteschön, die in der Champions League die Gruppe gewonnen hat. Okay, das muss man sich alles auf der Zunge zergehen lassen. Das hat nicht mal Red Bull Salzburg mit all ihren Millionen geschafft.
Also bitte, macht euch nicht klein. Natürlich, wir sind nicht mehr der ganz große klingende Name in Europa, aber wir sind in der österreichischen Liga noch immer jemand. Und das müssen wir an diesem Samstag um Punkt 16 Uhr auf die Sekunde genau unter Beweis stellen. Und diese 90 Minuten, da muss einfach jeder an die Schmerzgrenze gehen. Sowohl die Fans als auch natürlich die Spieler auf dem Feld und die Ersatzbank samt Trainer, samt was weiß ich einfach, samt Platzwart. Also jeder muss einfach alles geben für diesen Erfolg hier. Und es muss einfach ja alles eben unter dem Sockel des Erfolges stehen, ohne Wenn und Aber. Das wünsche ich mir einfach für den Samstag. Und ja, mehr ist es dann eigentlich nicht. Ich will einfach die drei Punkte. Ich will den Sieg für Sturm, für uns, für Graz, für die ganze verdammte Steiermark. Und ja, ich wünsche euch einfach was. Wir sehen uns zum Nachbericht. Euer Elias. Bis dann. Macht uns stolz.